Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, euch endlich zu einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Ihr fragt euch vielleicht, Chris, was hat das so lange gedauert? Nun, die Corona-Sachlage geht mir total auf den... Das hat total an meiner Motivation gezehrt. Also habe ich in meiner Freizeit dann doch damit begonnen, wieder viel Sport zu treiben, um meine alten Knochen endlich wieder etwas in Wallung zu bringen. Dabei ist es dann auf meinen Skates zu dem ein oder anderen Zwischenfall gekommen. Das Fall könnt ihr ja wörtlich nehmen. Zum anderen hatte ich auch bereits mit einem anderen Thema begonnen. Dieses habe ich einmal mehr nach hinten verschoben. Also schlagt eure Wörterbücher auf und begleitet mich durch diesen wahrlich mystischen Beitrag. Thema ist die sogenannte Xenoglossie. Also die Fähigkeit, Sprachen zu sprechen, ohne diese gelernt zu haben. Für dieses Phänomen gibt es diverse Erklärungsversuche. So soll es sich zum Beispiel um unterbewusste Erinnerungen handeln. Auch die Reinkarnation wird gerade in Kreisen der Parapsychologen als mögliche Erklärung gehandelt. Weitere Spuren dieses Phänomens lassen sich auch im Christentum, hier unter anderem beim Pfingstwunder, finden. In den Apostelgeschichten heißt es unter anderem, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer, aus allen Völkern und unter den Himmeln. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und Freude und sagten: Seht, sind das nicht alles Gallier, die hier reden? Berichte über derlei Gegebenheiten lassen sich bis in die heutige Zeit finden. Einige möchte ich nun vorstellen, dann blicken wir noch kurz auf das Für und Wider. Über den ersten Fall habe ich im britischen Telegraphen gelesen. Im Jahr 2010 ist ein damals 13 Jahre altes kroatisches Mädchen ins Koma gefallen. Als sie erwachte, war sie dann in der Lage, flüssig Deutsch zu sprechen. Sie war allerdings kein unbeschriebenes Blatt. So hatte sie bereits begonnen, Deutsch zu lernen. Sie las Literatur und schaute TV-Sendungen in deutscher Sprache, um ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern. Ihre Eltern gaben allerdings an, sie wäre noch weit davon entfernt, flüssig Deutsch zu sprechen. Nach einem 24 Stunden langen Koma war sie des Kroatischen nicht mehr mächtig. Deutsch stellte allerdings keine Herausforderung mehr für sie dar. Der Psychiater Dr. Milo Milas soll sinngemäß gesagt haben, in früheren Zeiten hätte man dies wohl für ein Wunder gehalten. Heute glauben wir, es müsse eine logische Erklärung geben, nur dass wir diese noch nicht gefunden haben. Nun, ist das schon ein Mysterium? Immerhin hatte das Mädchen bereits begonnen, Deutsch zu lernen. Auch weiß man nie, wie das Gehirn auf schwerste Verletzungen reagiert. Vielleicht hatte es sich einfach einen anderen neuralen Pfad gesucht. Dieser junge Geselle ist Ben McMahon. Der Australier war 2012 in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Ein Lastwagen fuhr seinem PKW in die Seite. Infolgedessen lag er eine Woche im Koma. Nachdem er erwachte, sprach er für 3 Tage ausschließlich Chinesisch bzw. Mandarin. Eine Krankenschwester aus dem Reich der Mitte diente seinerzeit als Übersetzerin. Ähnlich wie bei dem Fall des Mädchens hatte auch Ben bereits Chinesisch in der Schule gelernt, allerdings auch hier nur die Grundlagen. Nach 3 Tagen kehrten glücklicherweise seine englischen Sprachfertigkeiten zurück. Seine Fähigkeit, Mandarin zu sprechen, blieb ihm jedoch auch erhalten. Seine neu erworbenen Fähigkeiten gingen so weit, dass er chinesischen Touris seine Stadt Melbourne in ihrer Sprache präsentierte. Auch als Talkmaster in chinesischen Sendungen hat er sich bereits befleißigt und studierte einen Teil seines Studiums in Mandarin. Er selbst begreift diese Gabe als Geschenk und will sie sinnvoll für seine Zukunft einsetzen. Also, wir haben hier 2 ziemlich gleichgelagerte Fälle. Selbst wenn es sich nur um einen Mechanismus im Gehirn handelt,
um den Verlust diverser Areale auszugleichen, ist das doch sehr beeindruckend. Und ja, ich denke, man könnte wirklich von einem medizinischen Wunder sprechen, wenn man die spirituelle Sicht außen vor lässt. Es gibt aber auch eine spirituelle Herangehensweise an dieses Phänomen. Darf ich vorstellen, Ian Stevenson. Der Kanadier war Psychiater und zudem gilt er als Begründer der Reinkarnationsforschung. Seine Herangehensweise wird als genau und mehr oder weniger wissenschaftlich beschrieben. Er untersuchte unter anderem den sogenannten Gretchenfall. Hierbei behandelte der Methodistenpfarrer Carol Jay im Jahre 1970 seine Frau Dolores mit Hilfe von Hypnose gegen Rückenschmerzen. Seine Frau begann bereits in Trance Deutsch zu sprechen. Kurz darauf soll eine weitere Persönlichkeit ihren Platz eingenommen haben. Die Rede ist hier von Gretchen Gottlieb. Sie berichtete hierbei in 19 Sitzungen von ihrem Leben als Tochter des Bürgermeisters von Eberswalde, Hermann Gottlieb. Sie selbst sei im Alter von 16 Jahren zu Tode gekommen. Als Gretchen machte sie auch zum Teil detaillierte Angaben. Sie will zum Beispiel auf der Birkenstraße zu Hause gewesen sein. Eine gewisse Frau Schilder soll die Hauswirtschafterin gewesen sein. Sie brachte ihre eigenen 4 Kinder mit zur Arbeit, damit Klein Gretchen jemanden zum Spielen hatte. Stevenson selbst war dann 1971 erstmals Zeuge einer solchen Sitzung. Er sprach selber Deutsch, dies half ihm sicherlich, diese Ergebnisse einzuordnen. 3 Jahre, also bis 1974, sollten seine Untersuchungen andauern. Danach machte er diesen Fall publik. Auf Druck der methodistischen Glaubensgemeinde konnten danach allerdings keine weiteren Versuche bzw. Tests mehr durchgeführt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass Dolores auch wirklich Deutsch sprach, holte er sich weitere Meinungen ein. Alle bestätigten, dass es sich tatsächlich um Deutsch handelte. Auch wurde Dolores einem Lügendetektortest unterzogen. Diesen soll sie bestanden haben. Hier ging es darum, ob sie Deutsch vielleicht auf normalem Wege heimlich erlernt haben könnte. Dies war nicht der Fall. Stevensons Kritiker räumen ein, dass er sauber und vorsichtig arbeitete. Betrug seinerseits sei somit ausgeschlossen. Allerdings seien die Experimente von Menschen gemacht worden, die selbst an Reinkarnation glaubten, und somit sind die Versuche recht tendenziös. Die Interpretation der Fragen sei durch die Leiter der Versuche auch in diverse Richtungen möglich. Zudem wurde, wenn nicht sofort eine Antwort auf eine deutsche Frage folgte, die gleiche Frage auf Englisch nachgeschoben. Auch dieser Sachverhalt bietet Spielraum für Kritik. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass nur Ja oder Nein Fragen gestellt wurden. Diese sind, gerade bei einem solchen Thema, mit Sicherheit auch nicht der Weisheit letzter Schluss. So viel also von meiner Seite aus zu dem sicherlich faszinierenden Phänomen. Was denkt ihr? Ein Beleg für Wiedergeburt? Oder doch nur, in Anführungszeichen, ein Mechanismus im Hirn? Hinterlasst mir hierzu gerne mal eure Ansicht in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like und ein Abo da. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files. PS, ich hoffe, dass es nicht wieder Monate dauert.